Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächstes spricht für die Fraktion DIE LINKE Frau Abgeordnete Schott. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als ich diese Regierungserklärung gesehen habe, habe ich mich gefragt, was ist jetzt der Neuigkeitswert? Was erklärt uns die Regierung hier? Ich habe keinen Neuigkeitswert feststellen können. Alles das, was da drin war, diskutieren wir hier seit roundabout 2 Jahren rauf und runter, und nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Aber es ist ja gut, über Kinderbetreuung zu reden. Das finde ich wichtig. Von daher ist das ja ganz in Ordnung. Mein Eindruck ist einzig, Ihre gönnerhafte Pose, wir machen jetzt die Befreiung der Eltern von den Kita-Gebühren, hat nicht so richtig gefunzt. Am 1. August konnte man im Radio rauf und runter hören, dass es umgekehrt war. Dass es umgekehrt war, konnte man den ganzen Tag im Radio hören. Die Wahrnehmungsschwäche haben offensichtlich Sie, dass es Eltern gibt, die jetzt mehr bezahlen als vorher. Und das war so empörend, dass Sie doch gemeint haben, Sie müssten sich hier noch einmal gründlich loben und richtig stellen, wie gut es den Eltern geht. Nein. Nein, das ist nicht der Fall. Nun kann man sagen, Sie haben ja hier lange gestanden, Herr Minister, und immer wieder erzählt, dass das Ganze gar keine gute Idee sei, die Eltern von den Gebühren zu befreien, dass Sie das in keinem Fall wollen, dass nur Reiche davon reicher werden und dass das unsinniges Zeug der Opposition sei. Also an der Stelle kann ich sagen, Opposition in diesem Land wirkt. Ich will gar nicht mit Herrn Merz um die Wette diskutieren, wer es war. Wir haben sie lange vor uns hergetrieben. Wir haben immer wieder gesagt, die Gebühren sind ein Problem für die Eltern, die Gebühren sind aber auch ein Problem für die Kommune. Man kann die Kommune damit nicht im Regen stehen lassen. Und dann stellen Sie sich hier hin, Herr Minister und auch Herr Bocklet, und sagen, Sie haben überhaupt kein Verständnis dafür, wieso die Kommunen jetzt stellenweise die Gebühren erhöhen. Sie haben selber davon gesprochen, dass das Ganze eine Pauschale ist. Und eine Pauschale hat nun einmal den Charakter, in dem einen Fall mehr zu geben, als notwendig ist, in dem anderen Fall aber deutlich weniger. Und weniger ist nun einmal weniger. Und wenn die Kommunen das Geld nicht haben, das sie brauchen, um die Kitas zu finanzieren, also, Herr Klee, vielleicht versuchen Sie es mit den Grundrechenarten, da kommt man da ganz schnell hin. Wenn Sie also weniger in der Kasse haben, wenn Sie weniger in der Kasse haben, müssen Sie sehen, wo Sie es herkriegen. Wo kriegen Sie es her? Sie kriegen es von den Eltern, die noch Gebühren bezahlen müssen. Das heißt, entweder in den Randstunden vorher und hinterher, oder es heißt ganz konkret eben in den anderen Kita-Bereichen. Und da werden dann die Gebühren kräftig erhöht. Das war doch von vornherein klar. Das hätten Sie sich ausrechnen können, wenn Sie darüber nachgedacht hätten. Hätten Sie sagen müssen, wir erstatten die realen Kosten. Oder wir ja, natürlich hätte. Sie haben es nicht richtig gemacht. Das ist ein richtiges Problem. Das haben Sie jetzt am Bein. Und Sie haben auch keinen wirklichen Plan, wie es weitergehen soll. Da hilft es auch nichts, dass der Minister behauptet, genaue Vorstellungen zu haben. Denn diese bleiben in seiner Rede merkwürdig vage. Die Regierungsfraktionen haben immer vehement dagegen geredet. Und jetzt im Wahlkampf ist es plötzlich alles ganz anders. Aber die CDU braucht scheinbar sowieso überhaupt kein Wahlprogramm. Man muss dem Wähler ja nicht sagen, worum es geht. Das bleibt man ihnen 2 Monate vor der Wahl immer noch schuldig. Und die Bündnisgrünen sprechen gleich vom Regierungsprogramm. Das bleibt aber genauso schwammig. Ein bisschen mehr Beitragsfreiheit, ein bisschen mehr Zeit für Erzieherinnen und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die Ausbildung. Die Kommunen sind durch die Finanzierung der Kinderbetreuung weiterhin am meisten belastet und können weder für bessere Bezahlung der Erzieherin, wie Sie selber in einem halben Nebensatz eingefordert haben, noch für mehr Personal sorgen. Sie sind die Letzten im Gefüge, die bekanntlich ja immer von den Hunden gebissen werden. Auf Bundesebene wurde das Recht auf einen Kita-Platz beschlossen. Auf Landesebene schmücken Sie sich mit Lorbeeren, und die kommunale Ebene muss alles bezahlen, was von anderen bestellt wurde. Das hat aber auch nichts mit kommunaler Selbstverwaltung zu tun, und es ist erst recht kein Quatsch. Ich spreche dabei natürlich nicht gegen den Rechtsanspruch, sondern gegen die finanziellen Mittel für die Kommunen, das Ganze auch bezahlen zu können. Eltern haben das Problem, einen Platz in einer frühkindlichen Einrichtung zu finden, in der dann tatsächlich die Arbeitszeiten abdeckt, dessen Beitrag noch in einem günstigen Verhältnis zum Einkommen steht und wo das Kind sich so wohlfühlt, dass die Eltern es auch mit einem guten Gewissen morgens hinbringen können. Und Träger und Kita-Leitungen und Erzieherinnen haben das Problem, die schwierige Personalsituation vor Ort zu meistern. Es ist schwierig, Erzieherinnen zu finden. Wenn, dann wirbt man sie im Nachbarort ab. Die Kolleginnen sind ausgepowert und müssen die Löcher der Personaldecke notdürftig stopfen.
Dabei weiß jeder, dass frühkindliche Bildung Beziehungsarbeit ist. Und für Beziehung braucht man bekanntlich Zeit, Menschen, die gut ausgebildet sind und die den Nerv dafür haben. Zurzeit ist das aber alles Mangelware. Und dabei geht es hier um die Kinder, die immer wieder beschworene Zukunft unseres Landes. Vergleichen wir einmal die Situation Hessen mit der im Bund. Wenn wir über die Landesgrenzen schauen, um zu prüfen, wie innovativ Hessen wirklich ist, kommt dabei raus: In Berlin sind seit dem 1. August dieses Jahres die Kita-Gebühren vollständig abgeschafft worden. In einem Zeitraum von über 11 Jahren ist das stufenweise erfolgt. Auch Bremen hat einen Plan. Ab dem nächsten Kita-Jahr werden 3- bis 6-Jährige für 8 Stunden am Tag freigestellt. Vollständige Beitragsfreiheit ist 3 Jahre später geplant. In Hamburg ist bereits seit 4 Jahren die Kita-Betreuung bis zu 5 Stunden mit Mittagessen beitragsfrei. Danach ist nur noch ein reduzierter Beitrag zu zahlen. MacPom führt eine schrittweise Beitragsbefreiung bis 2020 ein. Niedersachsen hat die Gebühren zum 1. August für über 3-Jährige bis zu 8 Stunden am Tag abgeschafft. Rheinland-Pfalz hat vor 11 Jahren als erstes Bundesland begonnen, die Gebühren schrittweise abzuschaffen. Und das gilt für alle Kinder über 2 Jahre. In Nordrhein-Westfalen sind die Elternbeiträge sozial gestaffelt. Es ist geplant, sie abzuschaffen. In Sachsen-Anhalt muss man nur für das älteste Kind in der Kita zahlen. Auch Schleswig-Holstein plant die Gebührenfreiheit. Thüringen hat das letzte Jahr vor der Schule für 10 Stunden beitragsfrei, ebenso Brandenburg und das Saarland. Das ist ein Flickenteppich. Wenn wir die finanzielle Belastung der Eltern durch die frühkindliche Bildung betrachten, ist das einfach ein Trauerspiel. Es ist aber wahrlich nicht so, dass sich Hessen an der Spitze orientiert. Sich an Sachsen und Baden-Württemberg bei der Beitragsfreiheit anzulehnen, sollte nicht der Anspruch sein. Umso mehr Flickenteppich ist es, wenn es um den Betreuungsschlüssel geht. Ich möchte nicht die Diskussion wiederholen, dass Hessen dabei gerade bei der Betreuung der über 3-Jährigen sehr schlecht dasteht. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind gravierend. Bundesweiter Spitzenreiter beim Personalschlüssel sowohl in Krippen- als auch im Kita-Bereich ist Baden-Württemberg, wenn auch nicht bei den Beiträgen. Hessen ist schlechter als der westdeutsche Durchschnitt mit 1 zu 3,8 bei den unter 3-Jährigen und 1 zu 9,6 bei den über 3-Jährigen. Fazit daraus: Es gibt keine Klarheit bei den Regierungsfraktionen, falls sie im nächsten Jahr noch etwas zu sagen haben. Hessen ist im Vergleich zu anderen Bundesländern eher im hinteren Mittelfeld zu finden. Innerhalb des Landes gibt es große Unterschiede bei den Personalschlüsseln sowie bei den Elternbeiträgen und genauso große auch darin, ob ich überhaupt einen Platz finde. Gleichwertige Lebensverhältnisse sind weder in Hessen noch bundesweit gegeben, sehr geehrte Damen und Herren. Und wie geht es nun den Eltern mit der Gebührenbefreiheit, und was bedeutet es für die Kommunen? Mit dem neuen Kita-Jahr müssten eigentlich alle Eltern mit strahlenden Gesichtern morgens ihre Kinder in die Kita bringen und abends wieder abholen. Aber das ist nun einmal nicht der Fall. Es passiert höchstens dort, wo die Städte und Gemeinden eine ordentliche Schippe Geld draufgelegt haben und die Betreuung ganz beitragsfrei gemacht haben. Das waren diejenigen, die bereits vorher die Kinderbetreuung stärker finanziert haben, wie beispielsweise eine finanzstarke Stadt wie Frankfurt, oder die, die traditionell schon viel Wert auf Kita-Betreuung gelegt haben, wie z.B. Rüsselsheim. Es gibt aber einige Eltern, die nicht die erhoffte Entlastung erhalten haben. Die müssen sogar mehr zahlen, das haben wir alles schon festgestellt. Und dass man stolz darauf sein kann als Bürgermeisterin, dass alle Kinder freigestellt wären, deren Eltern bis zu 1.000 Euro Nettoeinkommen haben, das kann auch nur eine grüne Bürgermeisterin sagen. Dies ist der Betrag, mit dem eine Person mehr oder weniger gut über die Runden kommt. Und das gilt natürlich nicht für eine Familie. Da davon zu reden, dass man stolz auf so eine Heldentat ist, das finde ich einfach nur todpeinlich. Die meisten Kommunen haben die Beiträge für andere Bereiche wie Krippe, Hort und Randstunden eben erhöhen müssen. Und natürlich kommt heftige Kritik an dem Gesetz von dem Städte- und Gemeindebund. Und eine Pauschale ist und bleibt eben eine Pauschale. Auch das wiederhole ich hier gern noch einmal, weil vielleicht verstehen Sie daran endlich irgendwann einmal, warum manche Kommunen mit diesem Geld eben nicht auskommen und sie es deswegen teurer gemacht haben. Das ist keine Boshaftigkeit, das ist nicht das Unterlaufen Ihrer großartigen Politik, sondern das ist schlicht die Not der Kommunen, die nicht wissen, wie sie es finanzieren sollen. Und ganz besonders klasse, Herr Frömmrich, wenn das stimmt. Sie haben im HR gesagt, dass das Land die Eltern entlastet hat und die Kommunen mit dieser Entlastung aber auch richtig umgehen müssten. Also wissen Sie, umgehen kann ich nur mit was, wenn ich was habe zum Umgehen. Wenn ich einfach nur ein Defizit habe, dann muss ich gucken, wie ich das überleben kann.
wenn es dann zulasten der Eltern an der Stelle ist, dann liegt es doch daran, dass Sie, die Kommunen, dass Sie das nicht so refinanziert haben, dass die Kommunen es tragen können. Sie denken, Frau Schott, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bocklet? Sie überlegen sich eine Regelung, von der Sie sagen, wir gucken mal, wo ungefähr die Mitte liegt, und damit müssen die Kommunen dann klarkommen. Wenn aber doch klar ist, dass es in einigen Kommunen nicht reichen kann, dann muss doch die Kommune gucken, wo sie das herkommt. Wie oft muss man es ihnen denn noch erklären, bis sie es verstehen? Das ist doch ein ganz simpler Vorgang, den sogar die stinksauren Eltern vor Ort verstehen. Und es ist eben nicht die Lösung, indem man dann die Kommunalparlamentarier beschimpft. Denn es ist doch eher die Situation, dass die immer am Ende stehen und die Sachen, die sie machen müssen, den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber vertreten müssen. Und die sind auch die, die am nächsten am Menschen sind. Und je kleiner die Kommune, umso mehr kennt man die. Und umso mehr ist auch die Situation, dass die immer wieder auch angesprochen werden, die Sachen, die sie hier einbrocken, dort ausbaden müssen und dann dafür auf der Straße gescholten werden. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn kein Mensch mehr Lust hat, Kommunalpolitik zu machen. Und ausnahmsweise, Herr Minister, haben Sie auch zugegeben, dass Sie sich die Hälfte des Wahlgeschenks von den Kommunen haben finanzieren lassen. Wissen Sie, das ist so ein bisschen so, wie wenn ich meinem Sohn das Taschengeld um die Hälfte reduziere, damit ich meiner Tochter ein tolles Geschenk machen kann. In Familien bringt so etwas Unfrieden. In der politischen Familie bringt es auch Unfrieden. Und dass die Kommunalpolitiker stinksauer auf diese Landesregierung an der Stelle sind, die davon betroffen sind, das kann man doch mehr als verstehen. Dann müssen die sich hier nicht auch noch von Ihnen beschimpfen lassen. Und das weitere Fazit ist, dass die Eltern enttäuscht sind. Denn den Eltern haben Sie zunächst einmal vollmundig erzählt, sie kriegen jetzt Gebührenbefreiung. Das Kleingedruckte ist immer nur ganz leise dazugeflüstert worden, wenn überhaupt. Das heißt, wenn die Eltern jetzt die Erwartung hatten, dass sie tatsächlich eine Gebührenbefreiung kriegen, dann können sie damit nur Enttäuschung provozieren. Das haben sie sich selber zuzuschreiben. Dann müssen sie doch von Anfang an ehrlich in die Debatte gehen und müssen sagen, ja, ja, wir senken Gebühren. Nein, Sie sind in die Debatte gegangen und tun es nach wie vor, indem Sie sagen, wir Landesregierung schaffen Gebührenbefreiung. Sie haben nicht gesagt, Sie schaffen sie nur, und Sie haben es, wenn dann, nur ganz leise gesagt, Sie schaffen es nur für ein kleines Zeitfenster, das den meisten Eltern nicht reicht. Und Sie haben auch nicht gesagt, dass die Randstunden darüber hinaus natürlich noch zu finanzieren sind. Und Sie haben auch nicht dazu gesagt, dass Sie die Kommunen an der Stelle nicht auskömmlich finanzieren. Das alles haben Sie verschwiegen. Sie sind losmarschiert und haben gesagt, wir schaffen Gebührenbefreiung. Und das ist unseriöse Politik. Sie hätten sagen können, wir machen uns auf den Weg zur Gebührenfreiung. Wir gehen den ersten Schritt. Wir versuchen, die Eltern zu entlasten. Das alles haben Sie nicht getan. Sie haben jahrelang gesagt, es ist der falsche Weg. Und anschließend haben Sie einen Paukenschlag gemacht und sich dann gewundert, dass die Eltern nicht vor Begeisterung hier mit Fähnchen und Blumen vor der Tür stehen, nachdem sie jetzt immer noch Gebühren zahlen müssen. Und Sie sagen, wir brauchen höhere Qualität und mehr Personal. Ja, das ist unerlässlich. Aber ich hoffe dann ganz besonders, dass die Regierungsfraktionen bei der letzten Anhörung des Kita-Gesetzes zugehört haben. Obwohl, wenn man sich das so angeguckt hat, dann hat man daran eher Zweifel, denn die meisten sahen aus, als ob sie in einer unsagbar langweiligen Vorlesung sitzen würden, die sie nichts angingen, und Fragen hatten sie auch keine zu stellen, was nicht davon zeugt, dass sie ernsthaft inhaltlich an der Debatte interessiert waren. Ich finde den Umgang mit den Menschen, die da gekommen sind, unerträglich, und Sie sollten wirklich einmal zuhören, was Ihnen die Menschen in den Anhörungen zu sagen haben. Denn da sitzen die Fachleute, und die hatten ein gerüttelt Maß an Kritik an all dem, was hier passiert. Wissen Sie, wenn wir ein Personalproblem haben in den Kitas, dann liegt es auch daran, dass die Erzieherinnen und Erzieher, meistens sind das ja Erzieherinnen im Durchschnitt in ihrer Erwerbsbiografie, nachdem sie 5 Jahre Ausbildung hinter sich gebracht haben, in der sie kein Geld verdient haben, außer für das Anerkennungsjahr, in dem sie zum Teil noch Schulgeld mitgebracht haben, sich durch diese Erziehung gequält haben, kann man nicht anders sagen, was nicht sehr attraktiv ist, weil ein junger Mensch, der von der Schule abgeht, möchte vielleicht endlich auch mal ein bisschen Geld verdienen, was nicht sehr attraktiv ist, trotzdem nach 5 Berufsjahren aufhören. 5 Berufsjahre heißt, wir verlieren tatsächlich den überwiegenden Teil der Menschen in ihrer Erwerbsbiografie in den Kitas. Wenn wir die halten könnten, hätten wir eine ganz andere Situation. Die können wir aber nicht halten, weil erstens die Arbeitsbedingungen schlecht sind, die räumlichen Bedingungen häufig immer noch miserabel sind, weil zu wenig Geld für Ausbau da ist und für Erneuerung der vorhandenen Gebäude.
Ich war öfter in der Kita, als Sie denken. Weil wir immer noch, weil wir eine Arbeitssituation haben, weil wir eine Arbeitssituation haben, die einfach so belastend ist, dass es auf die Dauer nicht durchzuhalten ist und die Relation von Verantwortung zu Einkommen in keiner Weise stimmt. Und solange das nicht stimmt, werden die überwiegend jungen Frauen, da schüttelt der ältere Herr Klee mal wieder mit dem Kopf, weil der natürlich dauernd in der Kita ist. Das können Sie auch machen, wie Sie wollen. Aber ich kommentiere es auch, wie ich will, Herr Klee. Damit müssen Sie auch leben, weil es Missachtung eines Berufsstands ist, wie Sie damit umgehen. Und ich höre nicht auf, ich fange erst an, weil Sie nämlich eben nicht, bereit sind, weil sie eben nicht bereit sind, die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort in den Kitas so zu verbessern, dass die Erzieherinnen und Erzieher auch bis zum Ende ihres Berufslebens dort bleiben würden. Die das tun, hätten wir nämlich viel weniger Probleme. Aber man kann ja von keinem verlangen, dass diese Menschen dort bleiben und dann krank werden. Und das betrifft eben nun einmal viele. Kaum jemand von denen kommt gesund in den Ruhestand. Und das kann man ihnen nicht zumuten. Und deswegen muss viel mehr dafür getan werden. Und Sie sind natürlich in der Lage, mehr dafür zu tun. Und erzählen Sie jetzt nicht wieder etwas von Tarifautonomie. Sie könnten die Kommunen so ausstatten, dass sie das Geld hätten, die Erzieherinnen ordentlich zu bezahlen. Dann wären wir einen ganzen Schritt weiter. Dann hätten wir nämlich schon eine andere Situation an dieser Stelle. Das alles macht noch nicht, dass die Erzieherinnen sofort vor der Tür stehen. Es ist ein langer Prozess. Man muss auch darüber nachdenken, wie man das mit der Ausbildungsvergütung regelt. Und auch das kann nicht heißen, Herr Grüttner, wir machen die Ausbildung kürzer. Denn wir haben hier oft relativ junge Menschen, die unmittelbar nach der Schule kommen, zum Teil noch nicht einmal volljährig sind. Die brauchen die Zeit für diese Ausbildung, damit sie anschließend nach der Ausbildung auch tatsächlich in der Lage sind, diese Verantwortung zu tragen. Denn das sind junge Menschen, die die Verantwortung für kleine Kinder tragen und der Wohl und Weh. Und damit meine ich tatsächlich ganz existenziell, weil wenn da etwas passiert, das wollen wir alle nicht. Und es reicht halt auch nicht, auf Bundesebene einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu beschließen und dann einmal zu schauen, was daraus wird. Auch wenn die bisherigen Vorschläge von der Bundesregierung aus unserer Sicht völlig unzureichend sind, ist ein Kita-Qualitätsgesetz dringend erforderlich. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass die hessische Landesregierung hier ausscheren will. Was sagt der Minister? Er möchte keine Qualitätsstandard übergestülpt bekommen. Deshalb schlägt er Bundesmittel aus. Was soll das? Sind die Kitas in Hessen etwas völlig anderes? Als ob Kitas in Berlin oder in Niedersachsen nicht vergleichbar wären. Doch, wir können diese Qualitätsstandards gebrauchen. Und wir haben immer die Chance, besser zu sein als das, was der Bund vorgibt. Sie kriegen keinen Deckel nach oben, Sie kriegen einen nach unten. Und diesen Deckel nach unten, den sollten Sie einhalten. Und dafür gibt es dann auch Geld aus Berlin. Und das sollten Sie dann auch nehmen. Alle anzuhören haben gesagt, dass die Personalfrage jetzt das Dringendste ist in der Anhörung, die wir hatten. Es ist notwendig, einen neuen Fachkraftschlüssel festzulegen, der Personal für Leitungsaufgaben freistellt. Der Schlüssel muss einen Prozentsatz für die mittelbare pädagogische Arbeit sehen. Die Entlastung für Ausfallzeiten muss erhöht werden. Die inklusive frühkindliche Bildung muss im Gesetz festgehalten werden. Und hier sollte mit einer Doppelzählung für Kinder mit Beeinträchtigung gerechnet werden. Um den Bildungs- und Erziehungsplan umzusetzen, sind klare Vorgaben erforderlich, die von der Landesregierung finanziert werden müssen. Und das ist im Übrigen der Grund, weshalb Sie das Qualitätsgesetz scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Weil Sie haben Angst vor der Konnexität, und das heißt, Sie müssen es bezahlen. Und natürlich wird deswegen noch niemand vor der Tür stehen, aber wir können eben in einem Schritt für Schritt vorangehen, wenn Sie denn einen Plan hätten, dafür Sorge tragen, dass in Zukunft mehr Erzieherinnen da sind und dass die Erzieherinnen, die es bereits gibt, auch länger in ihrem Beruf bleiben. Aber das alles muss man politisch wollen. Dann findet man Wege. Das Einzige, was Sie tun, ist sich loben für Ihr etwas missratenes Gesetz, von dem jetzt alle feststellen, dass es eben nicht das erzielt, was Sie vollmundig angekündigt haben. Schade für die Zeit dieser Regierungserklärung. Von Ihrer Seite hätte ich mir mehr erwartet. Vielen Dank, Frau Schott. Als nächstes hat das Wort Herr René Rock, Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man der Tradition des Hessischen Landtags folgen würde, würde heute eigentlich hier eine Regierungserklärung besprochen werden über den Schulstart in Hessen.
über den Schulstart in Hessen. Und Sie machen das nicht. Warum machen Sie das nicht? Weil er vielleicht nicht so verlaufen ist, wie Sie sich das gewünscht haben. Sie scheuen die Debatte und glauben, Sie können hier eine Debatte führen über ein Wahlgeschenk, das Sie über Hessen bringen wollen. Sie scheuen die Debatte. Und dieses Scheuen der Debatte zieht sich einfach kontinuierlich durch Ihre Politik. Sie scheuen die Auseinandersetzung mit der Realität in Hessen. Sie versuchen sich einfach eine eigene, in ihrer Blase erzeugte Realität hier schönzureden. Das wird nicht gut gehen, und da werden Sie wahrscheinlich auch vom Wähler noch das eine oder andere gesagt bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt bin ich natürlich froh, dass Sie über Kitas reden wollen, weil Sie wissen alle, dass das ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt. Und darum will ich auch die Zeit für das nutzen, im Großteil für das nutzen, was mir am Herzen liegt. Ich will Sie nur auf etwas hinweisen. Die Wochenzeitung Die Zeit hat am 4.04.2018 in einem Artikel getitelt „Nicht umsonst“. Kitas, die nichts kosten. Solche Versprechen an Eltern nutzen nur Politikern, stellt Die Zeit fest. Und sie stellt auch fest, die Kinder brauchen Qualität. Und ich kann an der Stelle natürlich nur sagen, die Journalisten, die das recherchiert haben, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, treffen absolut ins Schwarze. Der Spiegel hatte in seiner vorletzten Ausgabe, in seiner Titelstory, festgestellt, nur 3% der Kitas in Deutschland entsprechen internationalen Standards. Nur 3% der Kitas in Deutschland entsprechen internationalen Bildungsstandards. Und das ist doch ein Weckruf an alle verantwortlichen Politiker, jedenfalls aus meiner Sicht. Und wenn jetzt die Hessische Landesregierung gerade das Thema in den Fokus nimmt, aber dann die Beitragsfreistellung als zentrale Aufgabe erkennt, dann ist das nicht nur eine politische Fehlleistung und sich dafür hier lobt, dann ist es allerdings auch noch nicht mehr nachvollziehbar. Das Land Hessen, die Hessische Landesregierung, ist die Landesregierung in ganz Deutschland, die ihre Kitas am wenigsten unterstützt. Am wenigsten in ganz Deutschland unterstützt. Fast 85% aller Kosten, die die Kitas erzeugen, müssen die Kommunen tragen. Und die Landesregierung hält sich edel zurück. Dass Sie sich hier hinstellen und auch noch mit dem Finger auf die Kommunen in unser Land zeigen, ist schon eine böse Ironie an sich. Und dann diese Information aus Ihrer eigenen Blase, wo Sie feststellen, es gibt Eltern, die sich bei Ihnen bedanken für die Freistellung. Wenn Sie wissenschaftliche Studien zur Grundlage nehmen würden, dann würden Sie feststellen, dass z.B. im Elternzoom 2018, wo die Eltern befragt worden sind, bei den Eltern die Qualität im Fokus steht. Die Qualität, und am besten finde ich ja, Berlin ist ja bald alles auch umsonst, da sind Sie ja im letzten Schritt, alles umsonst zu machen. Die Berliner Eltern hat Bertelsmann befragt, was für die Berliner Eltern wichtig wäre. Nachdem die Eltern ja erlebt haben, wohin die Standards führen, wenn alles kostenfrei ist, da haben 83% der Eltern gesagt, wir würden lieber etwas bezahlen und hätten bessere Qualität. 83% der Eltern haben gesagt, unsere Kinder sind uns auch was wert, und wir sind auch bereit, in unsere Kinder zu investieren. Sie sind kein Grund des Sparens und Einsparens, sie sind ein Grund des Investierens. Und da glaube ich auch, das ist die wahre Sicht der Eltern. Und man soll ja nicht nur aus Studien zitieren, und man soll nicht nur am grünen Tisch Politik machen. Ich habe mir jetzt seit letztem Oktober die Mühe gemacht, und das ist auch eine Freude, ich war in 75 Kitas im Land Hessen. Ich habe mittlerweile 75 Kitas in Hessen besucht und setze diese Besuche auch fort. Und wenn ich diese 75 Kitas besuche und dort mit Elternbeiräten spreche, mit den Erziehern spreche, dann sind eigentlich die Themen immer die gleichen. Die Themen sind immer die gleichen. Und ich glaube, um etwas lösen zu können und nach vorne zu bringen, ist es, glaube ich, total wichtig, dass man sich mal vor Ort mit den Menschen, die jeden Tag dort arbeiten, auseinandersetzt und die mal nach ihren Problemen fragt. Die Eltern übrigens haben nicht über die Gebühren geklagt in den Kitas in Hessen. Die haben darüber geklagt, dass 20.000 Krippenplätze fehlen, dass 10.000 Ganztagsplätze fehlen,
dass sie nicht die Öffnungszeiten haben, die sie brauchen, und die Flexibilität. Das war das Thema der Eltern und nicht die Freistellung der Gebühren. Das ist vielleicht Ihr Thema. Und wenn ich dann an der Stelle zu den Erziehern komme und frage, was hat sich denn in den letzten Jahren in den Kindertageseinrichtungen getan im Land Hessen? Wie bewerten Sie denn die Situation? Wie ist Ihr Job? Welche Herausforderungen haben Sie? Und dann kriegt man unisono die Botschaft, die Kinder in unseren Einrichtungen sind herausfordernder geworden. Wir müssen uns stärker um die Herausforderungen kümmern, die die Kinder zum Teil mitbringen, die wir in den Kitas bewältigen müssen. Die sagen uns, die steigenden Betreuungszeiten verlangen einen beziehungsvolleren Umgang mit den Kindern. Wir müssen mehr Zeit für die Kinder haben, um ihnen gerecht werden zu können. Und Herr Merz hat in seiner Rede ja darauf hingewiesen, ich will es mal in Prozent ausdrücken, 60%, also fast alle Kinder in Hessen gehen in die Kita, fast alle. Und 60% der Kinder in unseren Kitas gehen über 7 Stunden in die Kita. 30% gehen über 9 Stunden am Tag in die Kita. Das war früher anders. Das waren früher vielleicht 3, 4 Stunden am Tag. Dass sich dieses verändert hat mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass sich das verändert hat, das sind Fakten, ob einem die politisch passen oder nicht, das sind Realität, und die wird auch sich noch weiter fortsetzen. Und das ist aber eine zwingende Herausforderung für uns, die verantwortlichen Politiker in unserem Land, zu sagen, die Qualität der Einrichtung muss sichergestellt haben, dass diese Kinder eine gute Zukunft haben. Das ist unsere politische Aufgabe, die gute Zukunft unserer Kinder. Und Kitas haben heute einen Bildungsauftrag. Kitas haben einen Bildungsauftrag. Und den zu erfüllen mit dem jetzigen Personalstand ist eine echte Herausforderung. Und das Vierte, auf das ich noch einmal eingehen möchte. Wissenschaftliche Studien haben uns das schon einmal theoretisch belegt, wenn ich heute Migrationshintergrund habe als Kind, dann habe ich eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich in eine Betreuungs- und Einrichtung gehe, eine Kita gehe, mit über 50% Migrantenanteil. Mit über 50% Migrantenanteil. Also, wir haben eine absolute Konzentration dieser Herausforderung an wenigen Orten in unseren Städten. An wenigen Orten in unserer Städte. Wir wissen, natürlich, sobald über 20% oder über 80% oder weniger als 80% der Kinder keine Muttersprachler Deutsch sind, sind die Effekte, spielerisch Deutsch zu lernen, weil der Großteil der Kinder Deutsch spricht, die fallen weg. Also die Möglichkeit zu sagen, ich komme als Kind mit ganz jungen Jahren in eine Kita und lerne automatisch mit den anderen Kindern Deutsch, funktioniert in diesen Einrichtungen nicht. Und diese Einrichtungen haben multiple Herausforderungen. Und es sind mittlerweile 20% der Kinder in unseren Einrichtungen mit Migrationshintergrund. Es sind 20% jedes fünfte Kind. Und wir wissen auch, dass der Migrationshintergrund nicht das zentrale Kriterium für den Förderbedarf ist, sondern es ist der Bildungsabschluss der Mutter. Auch viele deutsche Kinder, deutschstämmige Kinder, Muttersprachler, haben einen hohen Förderbedarf, weil viele Dinge nicht mehr so funktionieren wie vielleicht früher einmal. Wir dürfen davor nicht die Augen verschließen. Wir müssen diese Herausforderung annehmen, müssen dafür Instrumente entwickeln, um für all diese Kinder auch eine gute Zukunft gestalten zu können, ihnen die zu ermöglichen. Die Bildungsforscher sagen das für Deutschland schon, es entwickeln sich parallele Bildungswege. Was meint das? Es wird einfach ein Großteil der Kinder womöglich aussortiert. Die haben keine Chance mehr, in der Grundschule mitzukommen. Und was macht die Hessische Landesregierung? Wir investieren lieber in 700 Sozialpädagogen in unseren Grundschulen, um das, was wir vorher versäumt haben, irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Das ist Ihre Politik. Anstatt vorausschauen, die Zukunft zu schauen, Reparaturbetrieb. Und das ist etwas, was ich echt nicht mehr nachvollziehen kann. Wir haben gute Modelle gehabt in Hessen. Die qualifizierte Schulvorbereitung, der Übergang von der Kita in die Grundschule, ganz entscheidend für die Zukunft unserer Kinder. Das haben wir toll evaluiert. Sie haben es abgeschafft. Sie haben es einfach abgeschafft. Und ich kann das auch nicht durchgehen lassen, Herr Minister, wenn Sie sagen, wir machen beides, Beitragsfreiheit und Qualität. Wenn dieses Gesetz dieses Jahr seine Gültigkeit hat, wird dieses Jahr die Qualität in den Kitas verbessert? Kein Cent dieses Jahr für die Qualität.
keinen Cent für die Qualität, sondern Sie machen vor der Wahl einfach ein Wahlgeschenk für die Eltern. Sie glauben, damit können Sie etwas gewinnen. Aber die Kinder sind Ihnen doch im Grunde nicht die zentrale Aufgabe, die Sie sein müssten. Und wenn Sie sich hier hinstellen, Herr Grüttner, und wenn Sie sich hier hinstellen und nach Berlin zeigen und sagen, die machen zu wenig, die machen zu wenig. 500 Millionen € für den Bereich ist zu wenig. Sagt Ihnen jeder Fachpolitiker hier, 500 Millionen € für ganz Deutschland, für die Kitas, ist einfach zu wenig. Aber für Hessen sind es immerhin 35 Millionen € pro Jahr. Deutlich mehr, als Sie bereit sind zu investieren. Fast das Doppelte von dem, was Sie bereit sind zu investieren im Jahr in die Qualität. Also, wie können Sie sich hier hinstellen, zu sagen, ich will das Geld nicht? Ich will das nicht. Sondern ich sage Ihnen ganz klar, wir brauchen jeden Euro, den wir kriegen können, um die Qualität in unseren Kitas zu verbessern, weil wir hier über 700, 800 Millionen Investitionsbedarf für die nächsten Jahre reden und nicht nur über 30, 40 oder 50 Millionen. Hier ist ein gewaltiger Investitionsbedarf, den Sie einfach nicht zur Kenntnis nehmen und wo Sie aus ideologischen Gründen nicht mitmachen wollen. Und ich frage mich allen Ernstes, Herr Grüttner, wenn Sie in Maintal waren, wenn Sie in dieser Kita in Maintal waren, in der ich natürlich auch war, und schon bevor Sie diesen Preis bekommen haben, wenn Sie in dieser Kita waren und haben mit der Leitung dieser Kita gesprochen, und da gibt es gar nichts zu stöhnen, wenn Sie diese Frau, die mit ihrem Team eine unglaubliche Leistung vollbringt, wenn Sie mit ihr gesprochen haben und haben Sie gefragt, was ist das, was ich brauche, hat die Ihnen dann gesagt, ich brauche Beitragsfreiheit? Oder hat die Ihnen gesagt, ich brauche mehr Geld für Fortbildung, ich brauche mehr Geld für kleinere Gruppen, ich brauche multiprofessionelle Teams, damit ich besondere Qualifikationen einstellen kann? Was hat sie Ihnen gesagt, Herr Grüttner? Das würde mich mal wirklich interessieren, Herr Grüttner. Oder haben Sie gar nicht zugehört bei dem, was sie gesagt hat? Das freut mich, dass Sie hier zuhören müssen, Herr Grüttner. Vielleicht nehmen Sie ja etwas mit von dem, was ich sage. Weil ich war dort und ich habe der Erzieherin zugehört. Wissen Sie, Herr Grüttner, das spricht für Sie, wie Sie damit umgehen. Und ich glaube, das wird auch zur Kenntnis genommen, wie Sie damit umgehen. Weil das Zentrale, die zentrale Aufgabe in unserem Land sind die Kinder, die Qualität in unseren Einrichtungen, um diese Qualität zu sichern. Und da machen Sie zu wenig. Da nehmen Sie nicht zur Kenntnis, was notwendig ist. Es gibt vier Kriterien, in denen man die Qualität misst. Das ist die Gruppengröße. Das ist die Frage der Leitungsfreistellung und die Möglichkeit von Vorbereitungszeit. Das ist die Frage, wie werden Kitas mit Material ausgestattet. Und das ist die Frage der Fortbildung. Sie stellen sich mit diesem Gesetz diesen Herausforderungen in keinster Weise. Und damit geht Ihr Gesetz an den Bedürfnissen der Kinder in unserem Land vorbei. Und damit ist dieses Gesetz mangelhaft und müsste eigentlich von diesem Hessischen Landtag, hätte nie beschlossen werden dürfen von diesem Hessischen Landtag. Und, Herr Grüttner, am meisten tut mir natürlich weh, wenn Sie hier über die Frage der Erzieherinnen und Erzieher sprechen, wie wir die gewinnen können. Wir gewinnen viele Erzieherinnen und Erzieher. Aber wir verlieren in den ersten 5 Jahren, nachdem die im Beruf sind, nachdem die sehen, unter welchen Bedingungen sie arbeiten müssen, in denen sie die baulichen Umstände erleben, erleben wir, dass in den ersten 5 Jahren fast die Hälfte aller Erzieher wieder ihren Job aufgibt. Da können wir ausbilden wie verrückt. Wenn wir solche Arbeitsbedingungen lassen, dann werden wir das Problem nicht in den Griff kriegen. Und darum, wenn Sie das mit den Erzieherinnen und Erziehern ernst meinen, dann kümmern Sie sich um die Arbeitsbedingungen der Erzieher, vor allem was die Qualität in den Einrichtungen angeht. Und jetzt noch einmal wirklich, wenn man sich jetzt Einrichtungen angesehen hat in Hessen, wie gesagt, 75. Der Standard ist eine Einrichtung, die seit Jahrzehnten besteht und die immer weiter fortentwickelt worden ist. Das sind Einrichtungen, die oft gebaut worden sind als Halbtagseinrichtungen, wo wenige Stunden Kinder betreut worden sind. Dann kamen immer mehr Aufgaben für die Kitas dazu. Immer mehr Aufgaben. Da wurde hier mal ein Raum angebaut, da wurde das Besprechungszimmer der Erzieher zum Gruppenraum. Ich habe Kitas gesehen, da wurden die Kinder im Kellerraum betreut, in einem Wohnhaus. Ich habe Kitas gesehen, da sind in alten Wohnhäusern die Gruppen drin. Selbstverständlich gibt es die, da können wir zusammen hinfahren, wenn Sie das möchten. Ich habe Kitas gesehen, die waren in einem Top-Zustand, die waren hervorragend, die waren mit allen Möglichkeiten ausgestattet. Aber es gibt keinen Mindeststandard für die bauliche Situation in Kitas, die gibt es einfach nicht.
Und was ist ihm als erstes geopfert worden, wenn diese Kitas sich weiterentwickelt haben? Man kocht nicht mehr selbst in den Kitas, sondern es wird immer nur noch angeliefert, das Essen. Das Kochen ist eine pädagogische Möglichkeit, Kindern relativ früh gesunde Ernährung beizubringen. Das gibt in großer Vielfalt wäre hier möglich, etwas zu tun. Das findet flächendeckend in Hessen nicht mehr statt, aus baulichen Gründen. Aus baulichen Gründen, nicht aus pädagogischen Gründen. Wir haben kaum Kitas, in denen sozusagen zusätzliche Angebote freiwillig zur Verfügung gestellt werden, wie musikalische Früherziehung. Das gibt es in vielen Kitas, müssen halt alles extra bezahlen. Das ist nicht die Regel. Das sind nicht die Standards, die es in anderen Ländern halt einfach gibt. Und wenn man so einen Zustand vorfindet, aus dem die Erzieherinnen und Erzieher und die Kommunen vor Ort Hervorragendes machen noch, mit vollem Einsatz, mit Engagement für die Kinder, dann kann man sich hier nicht hinstellen und kann sagen, die Kostenfreiheit ist das größte Problem, wir haben es jetzt gelöst, sondern das größte Problem ist die Qualität in unseren Einrichtungen, und die verlangt einen massiven Einsatz des Landes, um das zu verändern, um die Kommunen zu unterstützen im Sinne der Kinder in unserem Land. Und wenn Sie dann gerne die Verantwortung beim Land, das Land gerne die Verantwortung Sie bei den Kommunen abladen, dann möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen. Ich habe das an der Stelle schon oft gemacht. Es gibt keinen, der mehr an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf verdient als der Staat. Niemand verdient daran mehr über Einkommenssteuereinnahmen und Sozialbeiträge. Dies ist ein riesiges Geschäft für den Staat. Das Problem ist, in Hessen muss die Kinderbetreuung zu 85% in den Kitas von den Kommunen geschultert werden und Elternbeiträgen. Und die haben aber nur 15% der Einkommenssteuereinnahmen. Die Steuereinnahmen, die gehen an Bund und Land. Also profitieren tun Bund und Land von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und zwar über alle Maßen. Und die Kommune hat nur 15%, obwohl sie fast die komplette Aufgabe zu erfüllen hat. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dass Kommunen die Qualitätsstandards, die wir in Hessen brauchen, nicht alleine finanzieren können, dann werden die nicht entstehen können oder nur in ganz wohlhabenden Städten. Und das kann nicht Sinn und Zweck unserer Bildungspolitik sein. Wir brauchen eine Bildungsoffensive für den frühkindlichen Bereich in Hessen. Unsere Kinder haben es verdient. Und wenn sie uns unterstützen, dann wird es auch stattfinden, weil das ist der Schwerpunkt, die Priorität, die wir in Hessen brauchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächstes spricht für die Fraktion der CDU Herr Kollege Dr. Bartelt. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit dem 1. August spüren die Eltern die Beitragsfreiheit für 6 Stunden für den Kindergartenbesuch für alle 3 Jahre. Beim Blick auf den Kontoauszug sehen Sie, die Familie verfügt jetzt über mehr Geld. Die Entlastungen über die 3 Jahre betragen 5.000 €. Das Land Hessen hat hierfür im Doppelhaushalt 2018-19 440 Millionen € eingestellt, 130 Millionen € für 2018 und 310 Millionen € für 2019. Die Eltern profitieren von der Beitragsfreiheit unabhängig, ob ein kommunaler, kirchlicher oder in anderer Trägerschaft befindlicher Kindergarten besucht wird. Und sie müssen auch keinen Antrag stellen. Die Kommunen erhalten für jedes Wohnsitzkind in dem Alter 135,60 €, wenn in der Kommune eine Beitragsfreiheit für 6 Stunden angeboten wird. Die Unterstützung für die Kommunen oder frei gemeinnützigen Träger ist aber für den besuchten Kindergartenplatz wesentlich höher. Es sind etwa 160 €. Warum? Es werden auch Gelder bezahlt für die 7% der Kinder der Altersgruppe, die keinen Kindergarten besuchen. Und es folgt eine Unterstützung in der gleichen Höhe für die Kinder,
für die ein deutlich geringerer Geschwisterbeitrag bislang von den Eltern bezahlt werden musste. Die Träger erhalten die gleiche Summe für Kinder, für die das Kommunale Jugendamt die Beiträge übernimmt, ohne von anderer Seite irgendwelche Unterstützung zu bekommen. Und deshalb stößt das Gesetz bei den Kommunen auf breite Zustimmung. Die Kommunalen Spitzenverbände haben dies bereits im Gesetzgebungsverfahren geäußert. Und auch in dem Zusammenhang, dass der Kommunale Finanzausgleich vom Land Hessen wesentlich besser ausgestattet wird als früher. Jetzt wird es aber auch durch die Beschlüsse der Kommunalparlamente bzw. die Antragstellung der Bürgermeister oder Fachdezernenten beim Regierungspräsidenten umgesetzt. Von den 426 Gebietskörperschaften in Hessen, der Minister hat es vorgetragen, haben 419 den Antrag gestellt und 4 die Antragstellung angekündigt. Die meisten Einrichtungen, deren Beiträge für 6 Stunden unter 135,60 € lagen, haben die finanziellen Spielräume genutzt. Und dafür danken wir Ihnen auch. Unter Berücksichtigung der genannten Berechnungsgrundlage bestehen diese Möglichkeiten natürlich auch bis zu Beiträgen von 160 €. Viele haben den Kindergartenbesuch auch für weitere oder eben alle Stunden gebührenfrei gestellt. So wurde beispielsweise in Frankfurt durch diese Landesmittel Gebührenfreiheit insgesamt eingeführt. Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt hat zwar bei der Erstellung der Plakate von Kindern ihm selbst und der Bildungsdezernentin versäumt, den Ministerpräsidenten und den Sozialminister einzuladen und mit auf das Plakat draufzunehmen. Aber das sehen wir gelassen. Er hat immerhin korrekt und unmissverständlich mitgeteilt, diese Beitragsfreiheit ist vollständig durch Landesmittel ermöglicht, und sie belastet den städtischen Haushalt in Frankfurt an keiner Stelle. Andere Gemeinden setzen weitere Mittel für Qualitätsverbesserung oder finanzielle Anreize für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Nur ganz wenige Gemeinden haben die Gebührensatzung so geändert, dass sie für die 7. und folgende Stunde höhere Elternbeiträge erheben können. Und hier muss aber sehr deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Berechnung der 7. und folgenden Stunde an den bisherigen Beiträgen zu orientieren hat. Wenn eben hier im Zusammenhang mit der Beitragsfreiheit die Gebührensatzung entsprechend geändert wird, könnte das gegebenenfalls ein Fall für die kommunale Aufsicht sein. Wenn etwa bisher 6 Stunden 120 € gekostet haben, kann die 7. und folgende Stunde mit nur jeweils 20 € in Rechnung gestellt werden. Das heißt, auch dort, wo die 7. und folgende Stunde bezahlt werden muss, bezahlen die Eltern insgesamt deutlich weniger als bisher. Insgesamt ist die Beitragsbefreiung von 6 Stunden für die meisten über die 6. Stunde hinaus eine große Leistung dieses Landes. Und sie stößt auf breite Zustimmung der Eltern, der Träger und der Kommunen. Beitragsfreiheit, Qualitätsverbesserung und Erweiterung der Kindergartenplatzangebot sind für uns keine Gegensätze. Sie sollen in der Diskussion auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Deshalb investieren wir in die Qualität zusätzlich 50 Millionen € im Doppelhaushalt 2018-19. Die Qualitätspauschalen werden stufenweise von jetzt 100 € pro Kind und Jahr auf 300 € im Jahr 2020 erhöht. 95% der Einrichtungen in Hessen arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan und profitieren daher von dieser Qualitätspauschale.
Die Träger können die Pauschale flexibel einsetzen, und das ist auch gewollt so. Sie ist vor allem für die Weiterbildung des Personals vorgesehen. Das Bundesinvestitionsprogramm für die Kinderbetreuung wurde seinerzeit zur Schaffung von U3-Plätzen eingerichtet. Da jetzt ausreichend U3-Plätze zur Verfügung stehen, können diese Mittel eben auch für Ü3-Plätze verwendet werden. Und für Hessen stehen jetzt somit 86 Millionen € zur Verfügung. Es können neue Kindergartenplätze errichtet werden. Wir tun für alle drei Elemente etwas. Und insgesamt setzen wir hier für 1,5 Milliarden € ein. Ich möchte nun auf einige Beiträge der Opposition eingehen. Die FDP hat in allen Debatten zum Ausdruck gebracht, dass sie die Beitragsfreiheit als Wahlgeschenk ansieht. In der Sendung Schlossplatz vom HR wurde auf die Frage, ob die FDP die Beitragsfreiheit zurücknehmen wolle, ausweichend geantwortet, freundlich ausgedrückt. Aber die jetzige Rede des Fraktionsvorsitzenden und die Polemisierung gegen die Beitragsfreiheit deutet doch nun sehr darauf hin, dass ein Votum für die FDP ein Votum dafür ist, sofort die vollen Beiträge wie bisher wieder von den Eltern verlangen zu wollen. Das heißt, Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Hahn? Das heißt, die Eltern werden für die drei Jahre wieder mit 5.000 € belastet, wenn sie die Stimme der FDP geben. So einfach ist das. Gerne. Herr Kollege Dr. Hahn. Herr Kollege Dr. Bartelt, darf ich Ihren Worten entnehmen, dass Sie sozusagen in Vorwegnahme möglicher Koalitionsverhandlungen bereits jetzt deutlich machen, sollte es tatsächlich Jamaika geben, dass die Union darauf verzichtet, dass es weiterhin diesen Zuschlag gibt? Also ich will jetzt nicht über künftige Regierungsmehrheiten spekulieren. Wir haben eine gute Regierung, und wir kämpfen für die Mehrheit. Und wie auch immer die Wahl ausgeht, so ist es natürlich das Bestreben unserer Partei, dass die Menschen in dem Land dann noch besser leben als bisher. Es hat alles eine Dynamik. Das heißt, eine so großartige Leistung wie von dieser Landesregierung jetzt darf natürlich niemals rückgängig gemacht werden. Und die Zwischenfrage bringt mich auf die Idee, hier noch einzuflechten. Also, in Seligenstadt soll meines Wissens eine Befragung stattgefunden haben, wo die Prioritäten gesetzt werden sollten. Und da habe ich also gehört, Sie können mich natürlich korrigieren, dass dort bei der Fragung herauskam, dass man die Beitragsfreiheit schon sehr gewünscht hat. Also, wenn man die Eltern befragt, dann werden Sie sagen, wir wünschen diese Beitragsfreiheit, wir freuen uns, dass wir diese 5.000 € sparen, und wir freuen uns, dass wir diese für die Familie und insbesondere für die Kinder eigenverantwortlich einsetzen können. Nun, wenn man die Beitragsfreiheit rückgängig machen würde, dann mag das für einen kleinen Teil der Eltern unbedeutend sein. Eltern mit sehr hohen Einkünften, für die spielt das keine große Rolle. Oder Eltern, die soziale Transferleistungen beziehen, sind davon auch nicht betroffen, weil das Jugendamt die Kosten übernimmt. Aber wir wollen für die jungen Familien, für die Berufsstarter, ja für die breite Mitte der Gesellschaft Politik machen. Und deshalb haben wir die Beitragsfreiheit jetzt eingeführt, und 93% der Eltern schicken
eben ihre Kinder in den Kindergarten. Die Vorschläge der Sozialdemokraten, alle Kinderbetreuungskosten für U3 und Ü3 vollständig zu übernehmen, sind schlichtweg nicht finanzierbar. Das haben wir in den vergangenen Debatten hier ausführlich erörtert. Dann war der Streit, ob es knapp unter oder knapp über 1 Milliarde ist. Also Tatsache ist, schätzungsweise würde das, was die Sozialdemokraten vorschlagen, 1,3 Milliarden € kosten. Dann ziehen wir einmal die 0,5 Milliarden ab, die eben Bestandteil unseres Gesetzes sind. Bleibt also eine Unterdeckung von etwa 800 Millionen €. Und das Ziel, 82% der Personalkosten langfristig zu übernehmen, hätte die Träger veranlassen können, auf Personalkosten nicht mehr ausreichend zu achten. Und dies hätte dann zu Eingriffen des Landes in die Träger führen müssen, was wir eben auch nicht wollen. Und jetzt wurde hier in der Debatte von der Opposition auch teilweise vorgetragen, na ja, also in sehr, sehr vielen Kommunen müssen die Eltern gar mehr bezahlen. Nun haben ja die Sozialdemokraten im Vorfeld der Debatte eine Presseerklärung herausgegeben und haben eine Tabelle, eine Liste aufgeführt, wo sie dann aufgeführt haben, dass hier in einem einen Teil waren höhere Beiträge über 135,60 € zum Zeitpunkt der Erhebung da. In einem zweiten Teil sind die Beiträge jetzt über 135,60 €. Und in einem dritten Teil werden die nach Beschlusslage der Kommunalparlamente diese Beiträge in Bälde über 135,60 € angehoben. Ja. Ja, danke schön für die Tabelle. Und jetzt Ihre eigenen Zahlen. Also, wir haben 426 Gebietskörperschaften in Hessen. Bitte? 423, danke schön, danke schön. Und die Zahlen dieser drei Tabellen waren 14, 6, 5. Das heißt insgesamt 25. Und wenn man dann noch immer ausgegangen von der Berechnungsgrundlage 135,60 €, wenn Sie die anderen Teile mit einrechnen, dann könnte es durchaus sein, dass in 10, 12 Kommunen hier die Kommunen nicht in der Form profitieren. Aber in etwa 400 Gemeinden von 423 ist es eben eine Besserstellung der Kommunen durch diese jetzige Gesetzesregelung. Und wir danken dem Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Merz? Ja. Herr Kollege Dr. Bartelt, ist Ihnen entgangen, dass es sich bei den Beispielen, die in der Anlage zur Presseerklärung aufgeführt wurden, um Beispiele handelt und nicht um eine abschließende Aufzählung aller in Frage kommenden, unter den jeweiligen Sachverhalten in Frage kommenden Kommunen? Sie haben in Ihrer Tabelle dargestellt, Sie würden die, wie Sie sagen, extremen Fälle dort aufführen. Das heißt, wo das eben über 10% sind. Und dann gehe ich davon aus, dass Sie all diese dann auch aufgeführt haben, wo eben diese 10% überschritten sind. Das heißt, es bleibt dabei, dass Sie in Ihrer Tabelle unter 10% der kommunalen Gebietskörperschaften erfasst haben. Unser Gesetz der Beitragsfreiheit ist dagegen gut finanziert. Schon vor dem Inkrafttreten der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs in 2020 können wir die Beitragsentlastung realisieren. Und wir setzen die eingesparten 500 Millionen € für die künftige Generation ein. Und das ist auch richtig so. Lassen Sie eine Zwischenfrage vom Herrn Rock zu? Nein, jetzt möchte ich zu Ende kommen, aber Sie können ja eine Kurzintervention nachher noch machen. Wir werden natürlich in der nächsten Legislaturperiode, wenn die Wähler uns dann wieder den Regierungsauftrag erteilen würden, weitere Schwerpunkte für die Familie und frühkindliche Bildung setzen. Viele Verbesserungen der Qualität
weitere Verbesserung der Qualität wird natürlich auch ein Thema sein. Das hängt natürlich auch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und es hängt auch irgendwie damit zusammen, wie das gute Kita-Gesetz des Bundesgesetzentwurfs nachher zur Umsetzung gelangt. Der Fraktionsvorsitzende der SPD hat die Landesregierung in der Sendung Schlossplatz kritisiert, dass sie den Gesetzentwurf in dieser Form ablehnt. Die CDU-Fraktion unterstützt die Landesregierung hingegen, dass dieses Gesetz nachzubessern ist, erheblich nachzubessern ist. Natürlich begrüßen wir die Zielsetzung, dass sich der Bund an der Qualitätsverbesserung finanziell beteiligen möchte. Veränderungen sind, meine Damen und Herren, aber in drei Punkten dringend erforderlich. Ein bundeseinheitlicher Qualitätsstandard vernachlässigt die unterschiedlichen Anforderungen in den Ländern und in den Kommunen. Zudem ist er verfassungsgemäß zumindest einmal grenzwertig. Die Dokumentationspflicht zum Nachweis der Erfüllung der Qualitätsziele ist so nicht praktikabel. Sie würde die Erzieherinnen und Erzieher unzumutbar belasten. Ein Punkt unseres Gesetzes zur Beitragsfreiheit war doch gerade eine Entlastung von Bürokratie. Die Träger müssen nur noch einmal jährlich nachweisen, dass sie die Bedingungen für den Kita-Betrieb erfüllen. Und nun wollen wir doch nicht zusätzlich sehr viel umfangreichere Nachweispflichten den Erzieherinnen und Erziehern aufbürden. Die Unterstützung wird nach dem Bundesgesetz 2022 beendet. Eine unbefristete, nachhaltige Unterstützung wäre anzustreben. Abschließend möchten wir uns bei der kommunalen Familie bedanken für die Zusammenarbeit und Umsetzung des Gesetzes zur Beitragsfreiheit für die Kindergartenbetreuung für 6 Stunden. Wir appellieren nochmals an die ganz wenigen einstellige Zahl, die den Antrag beim Regierungspräsidenten noch nicht eingereicht haben, dieses bis zum 1. September nachzuholen. Wir appellieren auch nochmals an die wenigen Kommunen, die für die 7. und folgende Stunde überproportionale Beiträge erheben wollen, dieses wirklich zu überdenken und die Gebührensatzung dem Gesetzestext auch anzupassen. Wir appellieren, bevor wir uns Maßnahmen hinsichtlich kommunaler Aufsicht überlegen wollen, wir wollen optimistisch sein, dass auf kommunaler Ebene hier die Einsicht im Sinne der Eltern erfolgt. Meine Damen und Herren, die Entlastung der Eltern von den Beiträgen ist ein ganz herausragender Teil des Erfolges dieser Landesregierung in dieser Legislaturperiode. Vielen Dank. Danke, Herr Bartelt. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Rock, FDP-Fraktion, gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will es nur noch einmal klarstellen, dass es hier nicht unwidersprochen im Landtagsprotokoll zu lesen ist. Sie haben ja die Stadt Seligenstadt hier zitiert. Herr Dr. Bartelt, ich empfehle Ihnen einmal, sich genau zu informieren. Es gab eine Mehrheit, die gesagt hat, die Qualität ist Ihnen wichtiger. Das sollten Sie auch für sich noch einmal nachfragen und eruieren. Aber ich möchte nicht, dass so etwas dann hier unwidersprochen in einem Protokoll des Hessischen Landtags steht. Darum muss ich das hier noch einmal klarstellen. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Herr Bartelt, möchten Sie antworten? Bitte sehr. Also, es wurden Elternbeiräte befragt, und hier war die Priorität eben sehr eindeutig bei der Beitragsfreiheit gewesen. Aber ich finde es gut, dass wir die grundsätzliche Debatte hier geführt haben und dass eben hier klargestellt worden ist,
dass wir in der Beitragsfreiheit eben ein sehr wichtiges, prioritäres Element sehen. Und danach eben, wir haben ja öfter gesagt, es ist nicht das Ende der Fahnenstange, und wir uns danach den anderen Dingen hier zuwenden werden. Die Beitragsfreiheit ermöglicht eben sehr vielen, den Kindergarten zu besuchen. Und der Besuch des Kindergartens hat eben eine zunehmende Bedeutung, dass die Kinder eben Sozialverhalten erlernen, dass eben irgendwelche Defizite im Sozialverhalten oder auch in der sprachlichen Entwicklung, und bei Sprache meine ich nicht nur die Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund, dass sprachliche Defizite erkannt werden und gegebenenfalls ausgeglichen werden können. Und deshalb sagen wir eben Beitragsfreiheit. Beitragsfreiheit ist wichtig, und wir vertrauen den Eltern, dass sie mit den 5.000 €, die sie sparen, auch sehr viel Gutes für die Kinder verwenden können. Und dass gerade eine Partei, die so auf die Eigenverantwortlichkeit setzt wie die FDP, dies in dieser Form negiert, das ist für mich wenig verständlich. Danke, Herr Bartelt. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, wir sind am Ende der Debatte angelangt. Die Regierungserklärung des hessischen Sozialministers ist entgegengenommen und besprochen worden.